Ja, hallo Leute, heute stelle ich euch einen Fernseher vor und zwar habe ich mir einen Samsung LED-Fernseher gekauft aus der Smart-Serie und zwar ist das dies hier. Gehen wir kurz rauf und Samsung bietet sehr, sehr viele Fernseher alleine bei den LED-Modellen an. Serie 4, 5, 6, 7, 8 und 9. Kurz erklärt, Serie 4 und 5, das sind die Serien, die in den Märkten oftmals stehen günstig abgespeckte Fernseher, die haben nicht so viele Funktionen, die sind in der Regel auch nicht 3D-fähig, Kostenpunkt 40 Zoll, ich sag mal zwischen 400 und 500 Euro. Die Serie 6, 7, 8 und 9 sind alle LED-fähig, haben sehr viele Funktionen, unterscheiden sich nicht mehr stark untereinander. Da gibt es Unterschiede vom Aussehen her, was für einen Rahmen die haben. Es gibt Unterschiede, was sie für eine Herzzahl haben von der Bildwiederholungsrate und ansonsten nur noch kleine Features. Wir schauen uns die Serie 6 an, weil die Serie 6 ist in dem Premium-Bereich auch bei Samsung die Fernseher, die am meisten gekauft werden. Ich habe einen 46 Zoll Bildschirm und da ist er schon, den UE46D6510. Der ist in weiß, weißer Rahmen. Der Fuß ist sehr schön, der ist weiß mit Silber. Es gibt diese Fernseher in der 6er Serie immer baugleich auch nochmal in Schwarz, schwarzer Rahmen, schwarzer Fuß, allerdings eine Platte unten unter. Und alleine deshalb würde ich immer die weiße Variante nehmen. Kostenpunkt ist eigentlich, es gibt keinen Unterschied zwischen den beiden, in Schwarz oder in Weiß, in der Regel jedenfalls nicht. Und ja, das ist der Fernseher. Jetzt zeige ich nochmal eben ganz kurz, hier wird er vorgestellt mit den Funktionen. Wie gesagt, diese Funktionen haben in der Regel auch die Fernseher der 7, 8 und 9er Serie. Und hier gibt es halt so einen Unterschied mit der Herzzahl 400 Hertz. Die anderen haben 800 Hertz, was man aber meiner Meinung nach nicht braucht. Außer bei 3D ist das sinnvoll, weil das Bild da ja möglichst ruhig sein soll. Energieklasse haben die alle A, die brauchen sehr, sehr wenig Strom nur noch. Haben alle ein HDTV Tribetuner, also die können terrestrisch Kabel und Satellit empfangen, die sind mit eingebaut grundsätzlich. Auch das ist eine Spezialität dieser vier Serien. Und ja, alle haben Funktionen und die möchte ich euch gleich mal eben vorstellen. Der Fernseher, den ich euch vorstelle, hat einen Listenpreis von 1499 Euro, wird aber im Handel und in den Märkten im Internet meist für 1100, 1200 Euro verkauft. So, genug erzählt, jetzt gehen wir zum Fernseher und schauen uns die Features an. So, das ist das tolle Teil. Ich zeige euch den mal von allen Seiten. Ich zeige euch vor allen Dingen mal eben, wie dick bzw. wie dünn der ist. Also, das seht ihr hier, das ist vielleicht vom Rahmen her ein Zentimeter. Das Chassis dahinter vielleicht ein Tick dann mehr. Ich sag mal 1,5 cm und dann habt ihr die volle Breite. Also, er ist unheimlich schmal. Unheimlich schick, weiß, weiß mit silbernem Fuß. Sorry, ich habe den Fuß teilweise noch gar nicht ausgepackt, aber ich denke, ihr könnt die Farben erkennen. Das sieht toll aus, das Samsung-Logo, der weiße schöne Rahmen von vorne, der an der Seite aber wieder ein bisschen durchsichtig wieder ist. Also das Teil sieht einfach gut aus und ich würde sagen, jetzt schalten wir ihn mal an. So, Fernseher angemacht. Ich hoffe, man kann was erkennen. So einen Fernseher abzufilmen ist ja nicht immer so einfach. Also ich habe wie gesagt die Größe 46 Zoll. Das bedeutet eine Bildschirmdiagonale von ca. 1,17 m. Das ist natürlich recht groß. Ich habe erst überlegt einen 40 Zoll, aber ich sitze 3,50 m ungefähr entfernt. Da kann man auch einen 40 Zoll nehmen. Aber dann kommt kein Kinofeeling an, weil ich sehe gerne Filme und möchte dann auch so ein bisschen Kinofeeling haben. So, der Fernseher kann selbstverständlich HD darstellen. Wir haben hier das erste Mal ein HD gerade laufen. Da ist die Auflösung wirklich super toll. Ich kann es leider nicht besser demonstrieren. Ihr müsst mir einfach glauben, dass das Bild kristallklar ist, gut zu erkennen ist und so weiter. Das ist bei den ja, in normalen Fernsehsendungen in SD natürlich nicht ganz so gegeben. Wir haben hier jetzt mal RTL, aber man kann da immer noch gut mitgucken und schauen, auch von der Entfernung 3,50 m, ist das okay. Jetzt gucken wir mal, was kann dieser Fernseher, was hat er denn jetzt so Besonderes? Also, wie gesagt, der hat alle Tuner eingebaut. Ihr braucht keinen Tuner mehr separat irgendwie daneben zu stellen. Der kann also Kabel digital empfangen, also die digitalen Programme im Kabelfernsehen.
Der kann terrestrisch digital, also DVB-T, empfangen und der kann auch die digitalen Kanäle vom SAT empfangen, also DVB-S. So, was haben wir für tolle Funktionen? Wir haben Videotext. Den zeige ich euch mal eben. Ich mag ganz gerne Videotext. Ich mag aber gerne, wenn der Videotext und das Fernsehbild, wenn man das gleichzeitig sehen kann, und zwar nicht übereinander, sondern nebeneinander, und das beherrscht dieser Fernseher, und das finde ich schon mal sehr gut. Der hat einen großen Speicher, er frisst sich also alle Seiten rein, ich glaube 2000 Seiten Speicher, also ihr braucht nie warten auf irgendeine Seite, das ist selbstverständlich sofort da. Ich zeige euch mal Zusatzfunktionen, und zwar das erste deutsche Fernsehen, auch ZDF. Und auch die dritten, die bieten Zusatzinformationen. Das sieht man unten rechts jetzt hier eingeblendet. Startleiste einblenden, das erste. Das drücken wir mal in die rote Taste und dann kommen Zusatzinformationen. Und zu diesem Programm, was man da alles sehen kann, da steht jetzt drauf, was gerade läuft. Es gibt Fernsehen auf Abruf. Kann ich euch zeigen. Und zwar nennt man das Ganze übrigens diese Funktion HBBTV. Und das sind halt Zusatzinformationen. Das ist der. Eigentlich kann man sagen, der moderne Nachfolger vom Videotext. Und wir können mal eben kurz darauf gehen, was uns das ZDF so anbietet. Entschuldigung, das erste so anbietet. Es geht übrigens durchs Internet. Der Fernseher ist WLAN verbunden, mein WLAN verbunden und zieht diese ganzen Informationen aus dem Internet und nicht mehr aus dem Fernsehen. Und jetzt sehen wir hier zum Beispiel das erste, die Mediathek, und können hier alle möglichen Sendungen uns nochmal anschauen, was das erste zum Beispiel bietet. Und könnten uns jetzt, ich stehe hier gerade auf Anne Will, können wir mal raufgehen. Dann lädt er das kurz und können uns jetzt hier alle möglichen Sendungen noch einmal anschauen. Und das funktioniert auch gut und flüssig, das kann ich euch zeigen. Der streamt das jetzt. Ton habe ich abgeschaltet grundsätzlich, damit mich besser verstehen können. Aber jetzt seht ihr schon, es geht los. Es sind dann teilweise okay, nicht in HD, sondern in SD und vielleicht manchmal auch ein bisschen schlechter aufgenommen von den Sendern. Aber ihr könnt viele interessante Sendung nochmal auf Abruf sehen und das finde ich phänomenal. Gehen wir mal wieder zurück. Und zwar gibt es Videotext. Videotext der zweiten Generation sieht dann so aus. Kann man einstellen, wie man das haben möchte. Ich habe das so eingestellt, dass man das Bild im Hintergrund sieht und die Seiten liegen da drauf. Und hier könnt ihr es genauso den Videotext bedienen wie sonst auch. Die Seiten kommen aber aus dem Internet in Wirklichkeit. Und könnt hier halt was lesen. Leider noch nicht irgendwie mit irgendwelchen Bildern und so, aber immerhin, man sieht hier schon, wo die Zukunft liegt. Rechts seht ihr immer Informationen angezeigt, Fernsehprogramm in der Mitte, das normale Videotext, links die Indexseite. Also das Ganze sieht toll aus und sieht modern aus und ist, muss ich ehrlich sagen, ist eine tolle, gelungene Geschichte. So, jetzt kommen wir zu den Funktionen, was er außerdem noch hat, und zwar nennt sich das der Fernseher ja Smart TV. Da gibt es eine Smart-Taste übrigens, die Fernbedienung sieht zum weißen Gerät auch weiß aus. Zum schwarzen gibt es eine schwarze, soweit ich weiß. Wenn wir auf Smart TV gehen, dann kommt die Smart Hub von Samsung rein. Was ist das ganz kurz? Ihr links oben seht ihr immer das laufende Bild noch. Und alles andere, was ihr jetzt hier seht, sind Apps. Und hier unten seht ihr die Apps, die ihr schon installiert habt. Da kommen welche mit. Von Samsung, ein paar habe ich nachinstalliert und jetzt könnte man hier wunderbar, was zeige ich euch mal, eine App mal eben starten, und zwar nehmen wir mal YouTube, das dauert manchmal einen kleinen Moment. YouTube-App ist auch super, weil ihr könnt wirklich hier alle YouTube-Videos in hervorragender Qualität sehen. Er ruft jetzt hier irgendwas auf, was gerade gefragt ist. Und ja, der Film läuft schon. Das ist jetzt hier gerade. Sieht aus wie ein Spiel. Computerspiel habe ich nichts damit zu tun. Das ist einfach ein YouTube-Video, was zurzeit sehr stark gefragt ist. Aber wir können selbstverständlich hier suchen, eure eigenen Videos suchen oder Videos, die ihr kennt. Also es funktioniert super. Müsst ihr einfach mal ausprobieren. Ich gehe mal wieder raus aus dieser App. Was ich euch nämlich zeigen möchte, sind eher so kleinere Apps, die jetzt auch ein bisschen schneller gehen. Und zwar gehen wir da mal, würde ich sagen, auf Wetter. Ich habe mir eine Wetter-App runtergeladen und da seht ihr sehr schön hier das Wetter für Bremen gerade und die nächsten Tage.
oder andere Städte, das könnt ihr halt hinterlegen, Palma de Mallorca oder Las Palmas. Sowas zum Beispiel, das sind kleine Apps, die gehen auch entsprechend schnell dann. Ihr könnt aber auch, es gibt sehr viele News-Apps, hier zum Beispiel mal die Bild.de News. Auch die könnt ihr euch laden und könnt das dann anschauen. Also sehr viele Geschichten. Das geht relativ schnell, ist ein bisschen abhängig von der Internetgeschwindigkeit bei euch, weil das wie gesagt mit dem WLAN verbunden ist. Da könnt ihr so ganz viel machen. Ihr könnt auch auf Maxdome zugreifen, also wenn ihr da einen Account habt, alle Filme auch live sehen. Auch die Tagesschau hat hier schon eine spezielle App, da kann man sich jede Tagesschau angucken der letzten Stunden. Unheimlich viel. Und was ganz interessant ist, es gibt hier Explorer 3D. Da zeigt Samsung 3D-Filme, weil diese Fernseher sind ja 3D-fähig. Ihr bekommt übrigens seit ein paar Wochen jetzt zu diesen Fernsehern von Samsung, der 6, 7er und 8er und 9er Serie, kostenlos 3D-Brillen, richtig gute 3D-Brillen von Samsung, Original Samsung dazu. Und zwar 2 Stück pro Gerät, was ich gut finde. Und damit könnt ihr 3D schauen. Ihr könnt hier bei dieser App von Samsung kostenlos 3D-Filme auch sehen. Da gibt es ganz interessante Filme, auch Dokumentarfilme. Müsst ihr euch reinziehen. Ich kann das jetzt leider nicht starten, weil ihr würdet davon nichts erkennen, von dem 3D. Ich sage nur Brille aufsetzen, starten und dann geht's los. 3D-Feeling zu Hause funktioniert sehr gut. Wissen, was ich nicht so gut finde, Kritikpunkt hier, wenn es einen Kritikpunkt überhaupt gibt, es gibt einen Webbrowser, ich stehe jetzt gerade da drauf. Den könnt ihr starten, ihr könnt es aber auch sein lassen, weil A, dauert es sehr lange, bis er gestartet ist, und B, lädt der Internetseiten, aber es dauert eine Ewigkeit. Und was eigentlich da gar nicht geht, die Art der Eingabe ist, finde ich, ganz schlecht gelöst. Es dauert auch Ewigkeiten, bis ihr überhaupt die Seite oben eingegeben habt im Browser. Ich will euch das ganz kurz nur eben zeigen. Also funktionieren tut es. Ihr seht sogar rechts unten noch das Bild. Aber alles andere ist sehr schwierig. So, kurz USB-Stick reingesteckt und dann will ich euch mal eben zeigen, wie man hier Film ablaufen lassen kann. Der versteht alle möglichen Videocodecs. Und ihr seht ja schon, da starten meine eigenen Filme vom USB in Full HD, problemlos, flüssig, tolle Bildqualität, funktioniert astrein, super. So, was gibt es noch an Fernsehfunktionen? Es gibt selbstverständlich einen Guide. Ihr könnt hier schauen, was läuft gerade alles so, Informationen auf den anderen Kanälen. Allerdings werden diese Informationen nicht von alleine, also während der Fernseher aus ist, sich reingezogen, sondern nur, wenn ihr den Fernseher einschaltet. Das ist zum Beispiel ein Unterschied zu Löwe. Da wird sowas nachts, diese Information reingeholt. Also wer großen Wert legt auf einen TV-Guide, da ist Löwe an der Stelle immer noch besser, muss ich zugeben, als Samsung. Aber ich kann mit dieser Lösung hier leben. So, das Einstellmenü. Ihr könnt unheimlich viel einstellen. Alleine zum Bild zum Beispiel. Ihr könnt den Bildmodus von natürlich auf dynamisch, auf Standard oder auf Film stellen, was ich beim Filme anschauen immer mache, könnt ihr unheimlich viel einstellen. Ihr könnt die Hintergrundbeleuchtung einstellen, den Kontrast, die Helligkeit, die Schärfe, die Farben, den Farbton. 3D könnt ihr unheimlich viele Einstellungen machen, die sind jetzt gesperrt, weil ich gerade 3D nicht aktiviert habe. Ihr könnt übrigens immer aus dem normalen 2D-Bild per Knopfdruck auch ein 3D-Bild machen, das sieht dann so aus und müsstet dann eure Brille aufsetzen und dann würdet ihr einen simulierten 3D-Effekt sehen. Das klappt manchmal gut, manchmal klappt es nicht so gut. Einfach ausprobieren. Ansonsten könnt ihr auch beim Ton recht viel einstellen. Also man kann auch hier beim Bild die Schwarzwerte zum Beispiel einstellen. Ganz im Detail, das habe ich so noch nicht gesehen. Ich sage das mal mit den Schwarzwerten, weil ich immer sehr gerne im dunklen Fernsehen schaue, weil eben Kino-Feeling rüberkommen soll. Und man kann wirklich einstellen, wie dunkel soll schwarz sein. Das funktioniert sehr gut bei diesem Gerät hier. Dann haben wir noch zusätzlich eine Taste auf der Fernbedienung Social. Das sehe jetzt so aus. Er geht hier auf Verbinden und würde jetzt oder macht jetzt gleich die Einblendung. Es dauert einen kleinen Moment, weil er wählt sich jetzt ein ins Internet, sucht die Seiten. So, ihr seht das laufende Fernsehbild.
Und rechts davon seht ihr zum Beispiel Facebook oder eben Twitter. Ich schalte es mal eben auf Twitter um. Ja, das heißt, ihr könnt jetzt hier Fernsehen gucken, gleichzeitig Twitter oder Facebook, beides lesen, aber auch was schreiben. Auch das funktioniert. So, was hat die Fernbedienung noch Besonderes? Die Fernbedienung hat hier oben einen Knopf, ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, on-off mit einer Lampe. Und wenn ihr die drückt, das könnt ihr jetzt leider nicht sehen, die ganze Fernbedienung ist dann beleuchtet, also ideal auch, um im Dunkeln Fernsehen zu schauen. So, schauen wir uns kurz die Rückseite von dem Fernseher an. Die Anschlüsse. Ihr habt einen haufenweise Anschlüsse. Ihr habt hier USB-Stick, habe ich drin, optisches Kabel hier für den Ton, haufenweise HDMI-Schnittstellen, also was das Herz begehrt, vom Satellitenanschluss und so weiter und so weiter und so weiter. Alles habt ihr da dran. Hier oben ist übrigens das Modul dran für verschlüsselte Programme. Ich habe jetzt hier das AlphaCrypt Lite-Modul dran für Kabel Deutschland. Das ist eigentlich ein CD-Schacht, also ihr könnt da auch selbstverständlich die neuen Kabel Deutschland-Karten dann mit dem entsprechenden Modul betreiben. So, das war's von meiner kleinen Fernsehvorführung. Ich denke mal, ihr habt ein paar Sachen jetzt gesehen, die man so im Laden nicht unbedingt erkennen kann, weil man da nicht so viel ausprobieren kann. Also ich bin mit dem Fernseher sehr zufrieden. Preis-Leistung ist super, weil überlegt mal, 46 Zoll, 1100 Euro, da alleine, da geht schon der Daumen hoch. Insgesamt für das Gerät würde ich sagen, gehen beide Daumen hoch. Das Gerät ist empfehlenswert. Kauft es euch. Überlegt, ob schwarz oder weiß. Ich würde die 6er Serie, wie gesagt, immer nehmen. 7, 8, wenn ihr meint, ihr guckt sehr viel 3D, weil die da vielleicht einen ganz kleinen Vorteil noch haben. Bei dem normalen 2D-Bild werdet ihr keinen Unterschied feststellen. Wenn ihr allerdings, wie ich, gerne einen weißen haben möchtet, müsst ihr den 6er nehmen aus der 6er Serie. Weiß finde ich toll, ist eine Trendfarbe. Ihr seht schon, weißer Schrank steht da unter. Das wäre mein Tipp. Samsung insgesamt, die Serien kann ich sowieso empfehlen. Ja, macht's gut, danke fürs Zuschauen und ja, kauft euch den.